Hast du dich schon einmal gefragt, ob deine Nackenschmerzen mit deinem Smartphone zu tun haben könnten? In diesem Video erkläre ich dir die Zusammenhänge. Oh, habt ihr euch mal gefragt, wie oft ihr am Tag auf euer Smartphone schaut? Im Durchschnitt sollen das knapp 90 Mal pro Tag sein in Deutschland und dabei kommt eine Bildschirmzeit von 2,5 bis 4 Stunden zustande. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass man die ganze Zeit mit nach vorne geneigtem Kopf sitzt, womöglich noch in einer generell sitzenden, schlechten Körperhaltung, dann ist ja eigentlich klar, dass es für den Nacken nicht besonders gut ist. Wenn wir uns jetzt mal den Kopf vorstellen, ein Kopf wiegt ungefähr 6 Kilo. Wenn der jetzt sozusagen gerade ausgerichtet auf der Wirbelsäule ist, dann ist es für die Wirbelsäule, für die Halswirbelsäule, für die Nackenmuskeln kein Problem. Je weiter wir jetzt aber den Kopf nach vorne neigen, desto stärker wird die Last und die Belastung auf den Strukturen. Und wenn der Kopf ungefähr 45 Grad nach vorne geneigt ist, dann ist das Gewicht schon ungefähr das 4- bis 6-fache von dem ursprünglichen Kopfgewicht. Und dementsprechend haben wir auch eine große Beanspruchung, gerade hier auf diesen Ansätzen am Hinterkopf. Und Forscher haben herausgefunden, dass dort richtige Hörner, also das wird als Handyhorn bezeichnet, habe ich auch erst vor kurzem kennengelernt, diesen Begriff, dass dort 2 bis 3 Zentimeter große Hörner sozusagen am Hinterkopf entstehen, da wo eben diese Nackenmuskeln entspringen. Und das finde ich schon relativ beeindruckend, also dass durch diese neue Beanspruchung, die erst seit einigen Jahrzehnten sozusagen vorhanden ist, dass da jetzt sozusagen schon Anpassungen in der Anatomie stattfinden. Und die Diagnose Handynacken ist auch eine neue Diagnose, ist mittlerweile sehr verbreitet. Das heißt, dadurch, dass einfach ein Großteil der Menschen viel zu viel aufs Smartphone schaut, viel zu viel in schlechter, nach vorne geneigter Kopfhaltung verbringt, entstehen halt dementsprechend einfach Beschwerden. Und wenn ihr unter Nackenbeschwerden leidet, solltet ihr auf jeden Fall euch einmal fragen, inwieweit das bei euch auch mit dieser Handy-Tätigkeit zusammenhängt. Wenn ihr hofft, dass ich euch jetzt die ultimative Übung präsentiere, mit der ihr euren Handynacken beseitigen könnt, muss ich euch leider enttäuschen. Das Wichtigste ist, wie so oft, dass ihr selbst euer Verhalten, euer Handyverhalten bzw. eure Haltung am Handy, am Smartphone kontrolliert und korrigiert. Die entscheidende Frage dabei ist, wie oft muss man tatsächlich auf sein Handy schauen? Das Ganze hat ein großes Suchtpotenzial. Ich kenne das von mir selbst auch, dass ich ständig zwischendurch auf mein Handy schaue und mich dann wieder frage, war das jetzt wirklich notwendig? Frage ist, muss man 10 oder 15 Mal am Tag seine E-Mails checken oder reicht es vielleicht 3 Mal? Und dann kann man natürlich auch auf den PC ausweichen. Also gerade wenn es darum geht, wirklich längere Mails zu schreiben, bevor man sich hier am Smartphone irgendwie einen abwirkt, sollte man das vielleicht einfach entspannt in 5 Minuten am PC machen. Und wie gesagt, einfach versuchen, so wenig wie möglich Zeit am Smartphone verbringen. Zwischendurch auch mal in den Offline-Modus schalten, das hat auch aus anderen Gründen Vorteile, blende ich euch hier auch nochmal ein Video ein, auch mal nicht erreichbar zu sein. Und ja, dementsprechend, das ist der allerwichtigste Punkt, versucht weniger Zeit am Smartphone zu verbringen und nicht so häufig euer Smartphone zu bedienen. Wenn ihr jetzt aber doch Zeit am Smartphone verbringt, was sich ja heutzutage auch nicht komplett vermeiden lässt und was ich ja auch gar nicht von euch verlange, dann versucht einfach darauf zu achten, wie ihr am Smartphone die Zeit verbringt. Meistens ist man ja als Rechtshänder, hat man das Smartphone irgendwo hier unten und dadurch ist der Kopf auch nicht nur nach vorne geneigt, sondern auch zusätzlich nach rechts und auch das kann Probleme machen. Dementsprechend wechselt mal von der rechten in die linke Hand, versucht auch nicht nur den Kopf nach vorne zu neigen, sondern vielleicht mehr auch mit den Augen, also die Überaugenbewegung und im Optimalfall haltet das Handy zwischendurch wirklich immer mal, wirkt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ihr könnt das Smartphone wirklich mal auch vor den Kopf halten. Dadurch ist die Halswirbelsäule deutlich entspannter. Könnt gegebenenfalls auch das nochmal abstützen, entweder auf den Tisch abstützen oder mit der eigenen Hand. Und so hätte ich jetzt schon mal eine wesentlich entspanntere und weniger belastende Position in der Halswirbelsäule. Das so kleine Tipps. Also versucht, wie gesagt, überhaupt erstmal selber darauf zu achten, in welcher Haltung benutze ich mein Smartphone überhaupt. Im schlimmsten Fall seid ihr auch noch komplett zusammengesunken. Also achtet generell auf die Haltung. Und achtet darauf, dass der Kopf nicht zu sehr nach vorne geneigt ist, sondern in einer neutraleren Position. Vor einiger Zeit hatte ich ein Video veröffentlicht mit Ausgleichsübungen für sitzende Tätigkeit, also für Büroarbeit. Ganz wichtig, wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt in einseitiger Haltung, dass man dort dann einfach die Wirbelsäule mobilisiert und Ausgleichsübungen macht. Und genau das gleiche Prinzip haben wir beim Smartphone auch. Das heißt, wenn ihr wirklich stundenlang täglich am Smartphone verbringt mit nach vorne geneigtem Kopf, ist es ganz wichtig, dass ihr den Kopf auch in die anderen Richtungen bewegt und mobilisiert. Insbesondere in dem Fall als Ausgleichsbewegung bzw. Gegenbewegung wäre dann die Streckung auch wichtig, dass ihr den Kopf einfach mal nach hinten
in die Streckung bewegt. Ich werde euch nochmal ein Video einblenden mit Mobilisationsübungen für die Halswirbelsäule. Da sind die verschiedenen Bewegungsrichtungen, das heißt auch die Rotation, die Seitneigung des Kopfes, dass ihr einfach den Kopf in die verschiedenen Bewegungsrichtungen mobilisiert und auf diese Weise einen Gegenpol schafft zu dieser einseitigen Haltung hier vorne. Und wenn ihr das regelmäßig macht, dann könnt ihr auch verhindern, dass bei euch diese Handyhörner entstehen und der sogenannte Handynacken entsteht. Das heißt, ganz, ganz wichtig, wirklich zwischendurch immer mal wieder den Kopf aufrichten, den Kopf in die verschiedenen Bewegungsrichtungen bringen und auf diese Weise einen Ausgleich schaffen. Solltet ihr schon unter Beschwerden leiden, also solltet ihr wirklich schon richtig Nackenschmerzen haben, blende ich euch auch nochmal mein Video ein zu den Nackenschmerzen, zu Beschwerden der Halswirbelsäule. Da geht es dann darum, wirklich ein bisschen systematisch zu schauen, welche Bewegungsrichtung tut mir gut, beziehungsweise welche Bewegungsrichtung kann meine Beschwerden verbessern. Schaut euch das auf jeden Fall nochmal an, testet die verschiedenen Bewegungsrichtungen aus und das nicht nur einmal, sondern mehrfach und guckt, wie wirkt sich das auf meine Beschwerden aus. Wie gesagt, den Link findet ihr oben in der Infobox beziehungsweise auch nochmal in der Videobeschreibung. Auch Kräftigungsübungen für die Halswirbelsäule sind natürlich empfehlenswert. Ich hatte euch vorhin an diesem Ballbeispiel gezeigt, wie viel Kilo da tatsächlich auf der Halswirbelsäule lasten, wenn der Kopf nach vorne geneigt ist. Und da ist es natürlich dann sinnvoll, die Nackenmuskeln zu kräftigen, dass sie dieser Belastung auch besser standhalten können. Auch dafür hatte ich ein Video gedreht, das blende ich euch auch nochmal hier ein, mit verschiedenen Stabilisationsübungen, Kräftigungsübungen für die Halswirbelsäule. Das wäre natürlich auch sinnvoll, da einfach regelmäßig was zu tun, um die Nackenmuskulatur aufzubauen und zu kräftigen. Was ich vorhin noch vergessen hatte zu erwähnen, ganz wichtig beim Laufen, also beim Gehen. Viele Leute gehen und schauen dabei auf ihr Handy. Das soll besonders schädlich sein, beziehungsweise sich besonders schlecht auswirken. Insofern also allein schon für die Verkehrssicherheit und für den entspannten Spaziergang versucht euer Handy einfach mal in der Hosentasche zu lassen. Natürlich im Offline-Modus. So, das ein paar kurze Informationen und Anregungen zum Handynacken. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren, euren Smartphone-Konsum etwas zu hinterfragen und zu minimieren. Es gibt auch die Möglichkeit, auf eurem Smartphone einfach mal so eine Auswertung abzufragen, wie viele Minuten Bildschirmzeit habt ihr denn heute schon gehabt, beziehungsweise da gibt es auch viele Apps zu. Schaut einfach mal rein, vielleicht als kleine Challenge, als kleine Motivation, dass ihr eure Bildschirmzeit reduziert. In diesem Sinne, bleibt gesund und start nicht zu viel aufs Handy.